Tschüssi, Kuckuck. Na? Du kleines, verfressenes Ding, nicht wieder ins Spielzeugregal hüpfen. Nein. Und Futter hast du heute schon selber genug gesammelt. Ja. Mehr als genug. Cheesy. Naja, das ist der Futtersack. Ja. Du bist ein kleines, verfressenes Ding. Ein kleines. Ne, hier ist deine Treppe, ne? Da. Ja, Cheesy Mama, da guckst du. Da guckst du. Ein Baby. Aber das ist ein anderes. Das ist fast ganz weiß. Ja. Oh, ich habe einen Frosch im Hals. Und hat einen schwarzen Streifen auf dem Rücken. Fast wie du Schnuffi. Altes Futtervieh, du. Sag mal. Schnuffi hat grau, er hat schwarz. Das Baby sieht fast so aus wie Schnuffi. Bloß Schnuffi hat grau und er hat schwarz. Guck, das kommt auch. Kommt auch futtern. Und die Mama haut gleich wieder ab. Schneckelein. Du kannst auch gerne spazieren gehen, aber bitte nimm die Treppe und hüpf nicht da runter. Hierher. Kannst du wieder rauskommen, wenn du magst. Da ist meins. Das ist das, ich hatte so einen ganz dünnen schwarzen Streifen. Ja, das ist das, was fast so aussieht wie Schnuffi. Und ein schwarzes Köppel. Und ein schwarzes Blut. Oh Gott. Hast du gehört? Ja. Aber das sieht irgendwie, oh Gott, sieht ein bisschen kleiner aus als das andere, ne? Das andere war schon mopsicher. Ich sag ja, das ist so ein Fresssack wie die Cheesy. Wahrscheinlich. Na, jetzt muss die Mama aufpassen. Da hinten ist noch eins. Ja, das sieht wesentlich kleiner aus als das andere. Ja. Okay. Pass auf. Nicht abstutzen, Schneckchen. Cheesy. Oh Gott, nein. Cheesy. Und die will wieder einen Futtersack. Oh, das beißt ja nicht ganz. Da hinten ist auch noch eins. Das ist doch ein verfressenes Vieh, das gibt's doch gar nicht. Tschüss. Komm, geh wieder rein, Mäuschen. So, das ist wesentlich kleiner. Ja. Das ist irgendwie. Aber sind alle vier. Sind noch alle vier am Leben. Ja. Und das ist, hängt ein bisschen hinterher, das eine. Das ist auch ein anderes als das erste vorhin. Mhm. Jetzt kommen sie alle langsam. Mhm. Kommen alle raus. Jetzt waren schon alle vier einmal draußen. Und die Mama denkt nur ans Fressen. Also weißt du. Cheesy. Du denkst nur ans Mampfen. Hier ist deine Treppe. Hier? Du denkst nur ans Mampfen, du kleine süße Eule. Du hast doch heute schon alles ausgeräubert aus dem Regal. Ne, das ist Cassys Spiel. Spielzeug. Muss sie wieder ins Spielzeugregal klettern. Schneggelein, du sollst eigentlich die Treppe nehmen. Hier ist die Treppe, hier. Quick. Guck mal, deine kleinen Quäken und dich interessiert das gar nicht. Du willst bloß fressen. Du stürzt wieder ab, Schneggel. Mensch. Da bin ich ja bald die Mama für die Kinder. Die hat schon wieder bloß fressen im Kopf. Halt du mal das Handy, bitte. Schneggelein, weißt du? Du musst doch irgendwann mal platzen. Ich weiß schon, dass du dir das Zeug auch bunkerst. Du bist so ein Hamster. Aber so viel, wie du heute schon gebunkert hast, das geht doch bald gar nicht. Hallo. Du denkst doch echt an nichts anderes. Ja. Cheesy? Ja. So, bitte einmal die Taschen wieder voll machen. Zum dritten oder vierten Mal heute? Wir kriegen ja nichts, ne? Wir werden ja nicht täglich gefüttert. Nein. Wühle. Wir sind total verhungert. Wir kriegen ja nicht jeden Tag und das ganz viel Verschiedenes. Nein. Ein kleiner Fresssack. Kuckuck.
Die ist da echt unmöglich. Die kann nichts außer fressen im Kopf den ganzen Tag. Den krieg ich doch. Aber tut so, als gäbe es nichts, ne? Hamster eben. Jetzt ist sie da in die Ecke. Da ist ein Braun. Da futtert ein kleines Grünzeug. Da ist weich, da ist der Braun, da ist ja, passt zu Phoebe, sag ich doch. Dreifarbige Katze und dreifarbige Hamster. Aber die Kleinen sind... Ah, da. Guck mal. Kuckuck, hallo. Hallöle. Hallo, Cheesy. So, was ist denn jetzt hier? Guck mal, deine Kinder meckern da schon. Da ist ein kleines. Weil du ständig abhaust, um zu fressen. Ich glaube, für das habe ich schon einen Namen. Guck mal da, das ist ein Pünktchen. Stimmt. Das ist Pünktchen. Hallo, Pünktchen. Ja, steig mal wieder aus. So. Da, Mutter und Kind. Cheesy, ja. Das ist Pünktchen. Sag Hallo zu Pünktchen. Du kennst ihn schon, aber du weißt noch nicht, wie er heißt. Wie? Was? Mehr gibt's nicht? Das ist Pünktchen. Oh. Ja, genau. Nee. Mal ein bisschen Grünzeug mampfen. Na, jetzt ist es nicht mehr zu sehen. Na toll, jetzt ist es wieder zu sehen. Was machst du mit dem armen Kind? Nee, die will das Blatt zu den anderen Kindern schaffen. die nicht rauskommen. Noch. Süß. Mm. Ist das niedlich. Cheesy kämpft da hinten mit dem Blatt. Ja, passt irgendwie nicht so richtig durch den Schlitz dort unten. Und da das Brett. Ach Gott, nein. Sind die niedlich. Pass auf, du schmeißt die Treppe gerade hier um. Das selbstgebaute Treppe. Oh, Pünktchen geht wieder. Ja, geh wieder. Pünktchen. Geh wieder in die Höhle. Oh, fall nicht in den Wassernapf. Nee, einmal baden. Ach, Schnäckelchen. Ach so, heute ist Badetag, ich verstehe. Dafür ist aber eigentlich das Sandbad. Nur nicht der Napf. Schnell. Na, im Sandbad ist ja langweilig, Mama. Na, da kann man nicht ertrinken. Ach, Cheesy. Oh, Gott sei Dank haben wir wenig Wasser drin. Ich glaube, der Napf reicht nicht. Der ist schon auf einer Seite so hoch. Ja, auf der anderen Seite ist er extra flach. Und vorne Cheesy. Ist er ja auch nicht. Cheesy hat schon mal die Taschen ausgeleert. Die will schon wieder was Neues haben. Ja, kommst du spazieren jetzt? Du kletterst bloß wieder ins Futterregal. Ab ins Futterregal und noch mehr Futter holen. Jetzt kommst du aber nicht hoch. Hehe. Du warst da heute schon ein paar Mal drin. Du kleiner Räuber. Da bist du. Ja. Die weiß ganz genau, wo sie hin will, nicht? Ach, guck. Hier. Guck. Die kommt sogar am Ball hoch. Also, die weiß ganz genau, wo das Futter steht. Du. So, jetzt haut sie sich gleich wieder irgendwo die Taschen voll. Erstmal gucken gehen. Dann kommt sie mit den vollen Taschen wieder raus. Die geht schon wieder shoppen. Futter shoppen. Cheesy ist shoppen im Einkaufsladen. Hm. Oder die geht wieder runter. Gehst du wieder einen Stockwerk runter? Mal horchen. Ja, die ist in der Heukiste. Mhm. Diese. Gibt's eine Rolltreppe? Cheesy, sag mal. Gibt's eine Rolltreppe? Eine Rolltreppe? Eine Rolltreppe. Ah, die kommt jetzt erst wieder raus, wenn sie sich wieder voll gefuttert hat. Oder die Taschen voll hat. Besser gesagt. Mhm. Das ist doch eine Pfeife. Warte mal. Da sitzt der so, was denn, hast du nicht mehr Cheesy wieder. Hast du nichts mehr gefunden? Das ist aber tragisch. Und nu? Oh Gott. Nein. Du. Oh. Guck. Na, nee, da gibt's nichts rein.
Und nu? Du frisst uns noch alles weg. Ja, du hast ja schon... Was machst du da? Na, schnuffeln. Aber nicht beißen, bitte. An dir schnuffeln. Ne, die beißen. Hat sie mich auch nicht. Guck, guck. Die guckt bloß. Wo ist sie denn? Wo findest du denn? Die ist bei mir. Bei mir, bei dir. Zwischen uns. So, da. Möchtest du wieder hochgehen? Ja, hast du schon gemerkt, dass du gefilmt wirst? Du bist ein Star, ein Superstar. Die hat hier so viel Platz, die könnte das ganze große Zimmer laufen, aber nein. Ja, aber wir sind auch im Weg, glaube ich. Wir wollen ja nur ins Futterregal. Ja, das ist mein Schulzeug. Ja, die wird deine Hausaufgaben auch noch fressen? Nein! Mhm. Nicht meine Hausaufgaben. Ja. Nicht meine Hausaufgaben. Nein, nein, nein. Süße Easy. Guck, guck. Mach ich los. Schnecki. Easy, cheesy. Cheesy. Ach. Easy und cheesy. Ja, ja. Na, irgendwie habe ich es noch nicht. Geh doch mal zu deinen Kindern. Ja. Ja, ja, eben. Treppe wieder rauf. Wo bist du? Da. Na, nee, nee. Na, die guckt doch bloß, wer du bist. Ja. Die will zu dir auch mal kommen. Ja, siehst du. Jetzt ist sie auf deinem Schoß. Neugierig und verfressen. Du filmst bloß dein Knie. Ich weiß. Wolltest du nicht einen Hamster filmen? Komm zurück zu dir. Geh so schnell. Na, nee, nicht darunter. Ja, genau. Na nun, geh wieder rein. Ich will mal zumachen. Wir wollen die anderen Tiere auch noch füttern. Na, reingehen, nicht wieder raus. Na, das, na, weil da der Futtersack steht. Ich glaube, die wird den ganzen Sack ausräumen, wenn sie Zeit hätte. Ist der Futtersack. Da sind auch noch Hamster. Aber die bewegen sich nicht. Cheesy, reingehen. Na. Cheesy, du hast irgendwann mehr Futter als Streu dort drin. Guck. Wie wär's mal mit wieder reingehen? Ja, eben. Ja, ja. Genau, gehen wir mal ein bisschen radeln. Ja, genau. Mal ein bisschen Vorsicht, nicht im Pfötchen. Da, Cheesy. Schnecki. Aufpassen. Gut. So. So. Geh jetzt zu deinen Kindern. Verstanden? Macht sie aber nicht. Guck, du süß. Guck. Ja. Muss ich auch noch was haben. Ach, Cheesy, du bist schon eine Marke. Du bist ja jetzt, da bist du. Ja, ist mal was Grünes zu abwechseln. Pfeife, du. Und nicht nur dieses süße Zeug. Hallo.